Und damit welcome back, Freunde der Sonne, zu einer weiteren unentdeckten Folge Survival Fountain of Youth. Schön, dass du da draußen wieder mit am Schnitzel bist, denn wir werden heute gemeinsam nochmal einen kleinen Spaziergang machen. Ich habe mich entschieden, Leute, wir müssten eigentlich wirklich so viel sammeln irgendwie und machen und tun. Ich mache jetzt einfach hier ein bisschen Freestyle. Und sagt mir, hey, wir wandern jetzt einfach mal hier schön gemütlich zum Strand da vorne hin und dann schauen wir einfach mal, was so an Ressourcen für uns abfallen. Ich weiß ja ungefähr, was ich hier dringend benötige und was nicht. Hier drüben haben wir auch nochmal einen fetten Baum, da könnten wir dann auch nochmal eine Kartierung platzieren. An sich habe ich die jetzt schon mal gecraftet. 2 Stück von den Kartierungen. Ich habe dann auch noch einen Verband gemacht, den können wir auch gleich nehmen, damit hier unsere Schnittwunde wegfällt. Jetzt haben wir nur noch einen kleinen Schnitt und der erholt sich ja dann im Grunde von alleine. So, Pilzzunder. Kann man mal da lassen noch. Hab noch eine Kiste gebaut, Leute. Noch ein paar Sachen reingeschmissen. Und ja, jetzt trinken wir hier nochmal was. Dann sind wir eigentlich wieder ganz gut gerüstet. Essen habe ich ja im Grunde auch noch mit dabei. Also so grundsätzlich geht es mir ja nicht schlecht, aber um voranzukommen, müsste ich halt sehr viel farmen auch. Und ja, habe ich jetzt aber gerade keine Lust drauf. Deswegen würde ich sagen, machen wir einen kleinen Ausflug zum Strand runter. Und schau mal, was da dann so geht. Vielleicht auch durch den Dschungel, vielleicht auch da vorne hin, wo jetzt meine Speerspitze hin zeigt. Sieht auch sehr interessant aus. Wer weiß, vielleicht finden wir noch irgendwelche Sachen, die uns auch irgendwie helfen, uns schneller voranzubringen. Könnte ja durchaus sein. Ich kann an sich nochmal gucken. Hier hätte ich nochmal einen Vorteilspunkt, ob ich den nicht doch schon mal irgendwo reinhau. Grundsätzlich hätte ich gesagt, vielleicht doch nochmal essen und trinken jetzt, ne? Dass wir da nicht so anfällig sind. Also hier kriegen wir für wasserhaltige Lebensmittel 5% Bonus noch dazu und Nahrung dasselbe. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Nahrung. Au, du blödes Rindvieh! Aua! Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Was? Tja, selber Schuld, Brauner. Oh, da hat sogar ein bisschen Fleisch. 9 Minuten kostet mich das. Was habe ich? Halben Tag? Nee, lohnt sich nicht. Halben Tag haben wir Zeit, ein bisschen umherzuwandern. Ach, und ich habe gesehen, hier, den hier müssen wir dann irgendwann mal bei Gelegenheit abbauen. Den Baumstamm brauchen wir. Ich weiß zwar nicht mehr für was, aber den brauchen wir. Oh, bitte Wetter nicht umschwenken. Okay, wir sind da bewölkt. Ich hoffe, es bleibt so. Ich habe jetzt keinen Bock, dass wieder so eine Folge wird, wo ich mich die ganze Zeit nur unterstellen muss. Bin froh, dass wir Hühnchen haben, Leute. Also Essen an sich ist an sich kein Problem. Trinken auch weniger, sag ich mal. Deswegen, also können wir jetzt an sich schon mal so einen Spaziergang machen. Schadet nicht. So, hier haben wir nämlich noch haufenweise auch Kokosnüsse rumliegen. Gratis für lau, keine Zeitaufwendung. Das sehe ich dann schon gerne. Mit diesen Palmenblättern hier habe ich eh schon 1000 Stück. Da brauche ich wirklich nichts mehr mitnehmen. Was sind das? Kleintierreste. Okay, immer mit. Speedrun! Uts! Verzeihung! Ah, könnte ich wieder Fleisch ergattern. Aber nein, kostet Zeit. Schade, dass das Hühnchen nicht irgendwie über die Schulter schmeißen kann. Ja, komm, wir nehmen jetzt mal die Schalen. Muschelschale mit. Wenn es ist, können wir es immer noch wegwerfen. Ach, und hier übrigens ist dann noch dieses eine Feld. Ach, das zeige ich euch wann anders. Mit diesen breiten Blättern. Ja, die einzige Quelle, die ich hier habe.
Aber vielleicht finde ich noch eine neue. Deswegen erstmal umschauen. Ich muss erstmal so ein bisschen Herr der Lage werden. Muss mal gucken, was hier so an sich geht. Ist hier noch irgendwo eine Höhle? In die Höhle? Sieht nicht so aus, aber hier geht's hoch. Was ich auch machen müsste, ist meine Rüstung wieder zu reparieren. Das kostet mich halt auch diese breiten Blätter. Also eigentlich müsste ich beim Zurückgehen nochmal breite Blätter sammeln. Der Verband hat mich auch schon wieder 2 gekostet. Gibt's hier irgendwas, wo man sagt, okay, das muss unbedingt entdeckt werden? Bewölkt sind wir jetzt. Alter, wie dunkel das auf einmal wird, oder? Wahnsinn! Da vorne sind nochmal so ein paar die Steine. Da würde ich dann schon nochmal gerne hinschauen. Hier so am Strand noch irgendwas Schönes. Da müsste so ein bisschen die Krabben. Wir sind hier nicht so viele Krabben. Hätten wir nochmal einen Stein, aber der ist mir jetzt zu schwer. Oh, was ist das? Es glänzt. Oh, wieder so typisch, oder? Kaum glänzt was, muss man hin. Muss es anfassen. Ein primitives Schiffsreparaturset. Ja, Schiffe könnte man ja an sich auch bauen. Also wir können auch hier ein bisschen rumsegeln. Aber ich denke, das kostet auch einiges an Material. Und das kostet hier Zeit. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch da draußen das Spiel auch geholt hat. Vielleicht hat der schon so eine gewisse Strategie, was das Zeitmanagement angeht. Bitte gerne Tipps in die Kommentare. Wie man so auch seinen Workflow ein bisschen verbessern kann. Eben auch sein Zeitmanagement. Das würde mich schon interessieren, wie ihr das handhabt. Ich werde jetzt erstmal die Zeit nutzen, einen Überblick zu verschaffen. Ich werde dann einfach mal auf Tech doch 1, 2, 3 Spieltage investieren. Einfach nur Ressourcen ranschaffen. Was ist das für ein Baum da vorne? Okay, der sah jetzt gerade sehr speziell aus, ist aber nicht. Hier glänzt was. Ich schon bald wieder zurück. Was suche den Bogen in der Savanne geschafft. Okay. Das sieht mir aus wie ein Apfelbaum. Gibt es wieder ein Elixier, Wasser des Lebens. Mehr aber auch nicht. Aber da bin ich schon ganz froh drum. Das Wasser des Lebens ist schon sehr OP. Wie weit kann ich hier keinen Apfel pflücken? Ist ja lame. Ansonsten weiß ich nicht. Da hinten ist noch was Interessantes. Da müssen wir auch nochmal schnell hin. Ah! Au! Was war das? Nein! Ich habe eine Vergiftung! Nein! K hat mich gekriegt. Okay, hier gibt es nur Rohrkolben und... Oh, sauberes Wasser. Okay, das ist schon mal geil, aber die Vergiftung ist ziemlich beschissen. Kann ich das einsammeln? Lehm? Überladen, okay. Lehm ist ziemlich schwer anscheinend, ha? Okay, die Vergiftung muss ich behandeln, aber dazu brauche ich ein Lagerfeuer. Leichte Vergiftung vergiftet. 1 bis 2 Krankheitsgrade. Das
heißt, zu Hause muss ich mir ein Anti-Gegengift, ein Heilmittel dann herstellen. Alter, wer hätte denn ahnen können, dass das so viele sind hier? Okay, ansonsten, also hier habe ich auf jeden Fall frisches Wasser. Ich denke mal, wenn es regnet, füllt sich das hier immer. Ah, Rauchzeichen machen vielleicht, damit ich weiß, woran ich bin hier. Oh, wir brauchen ein Lagerfeuer, das macht keinen Sinn. So, überladen bin ich jetzt an sich nicht mehr. Ich gehe jetzt mal hier wieder einen Schritt raus. Alter, renne ich halt voll rein ins Kar, ne? Nein. Mir geht es gerade nicht gut. Nehmt Rücksicht auf mich. Das ist dumm gelaufen. Aber, ich glaube... Oh, geil. Oh, hier gibt es ganz viele von denen. Ja, ich muss mal merken, bei dem Gebilde und am Strand hier ist ein richtig fettes Ressourcenfeld, was diese Blätter angeht. 5 Minuten. Das tier ich nochmal für ein Blatt. Aber ist schon mal gut zu wissen. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal. Hier war noch diesen fetten Baum. Kartierung. Ah, ich weiß nicht. Wird knapp. Dass ich da oben bin. Muss ich noch ein Seil craften? Nee, schaffe ich zeitlich gar nicht. Sobald es dunkel ist, kann man nicht mehr kartieren. So, hier Vorsicht. Ich habe keinen Sportler am Start. Ah. Ja, Leute, es geht schon wieder zurück. Das hilft nichts. Es ist hier immer Schritt für Schritt. Mehr geht hier einfach nicht. Man könnte auch sagen, man baut sich tatsächlich noch so ein... Oh mein Gott, Wolverine. Au, du Arsch! Das ist noch ein Wolverine. Oh, reicht da ein Speer bei dem? Oh, Alter! War näher als ich dachte. Kumpel. Kommst du? Bin gleich tot, ne? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Was hat der? Ah, oh, der hat diese tierische Sehnen, die wir brauchen. Ah, oh, Probe. Ah, ich hab Angst. Jetzt noch irgendein dummes Viech, was mich angreift. Und einmal Sturzschaden, dann wär's das gewesen. Okay, ab nach Hause. Ah, alles will mich hier töten. Alles will mich hier tot sehen. Ich hab's nicht geschafft, zur Kartierung zu kommen. Muss ich beim nächsten Mal bevorzugen. Aber nehmen wir hier vielleicht nochmal zum Essen. Was? Oh, es war schon dunkel. Jetzt habe ich wieder eine Verletzung. Das heißt, ich brauche schon wieder einen Verband. Ah. Das Spiel ist heftig, Leute. Das Spiel ist echt heftig. Ich habe so richtige Green Hell Feelings hier. Green Hell war auch immer so langsam vorantasten. Was die meiste Zeit eigentlich im Lager. Hast geschaut, dass du dich irgendwie wieder aufpäppelst. Bist super vorsichtig vorangegangen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist es noch ein bisschen heftiger. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, die Ressourcen bei Green Hell hat man da, glaube ich, nicht so viel gebraucht, um irgendwie was herzustellen. Oder irre ich mich da? Nee, es ist dunkel, ich darf nichts craften. Das ist halt das Hauptproblem. Es ist einfach dieses, wenn es dunkel ist und du dir was craftest, bist du am Arsch. Und ich glaube, ich kann nur entgegenwirken. Können wir schnell schauen. Gibt es hier irgendeinen Peak, irgendeinen Skill, dass man abends dann vielleicht doch mal was craften kann, ohne gleich zu sterben? Wenn, dann, wo könnten das sein? Krankheiten auf jeden Fall nicht.
Brustregulierung eigentlich auch nicht. Oh, das ist auch geil. Heilung im Schlaf 20%. Lesegeschwindigkeit. Hier gibt's aber auch nichts, ne? Es gibt nichts, was dir hier irgendwie Fähigkeit verleiht, dass du irgendwie abends dann craften könntest. Oder wisst ihr es? Bitte einmal in die Kommentare, würde mich schon interessieren, weil das ist tatsächlich eine Sache, die mich hier hart hindert. Die würde ich gerne so schnell wie möglich eigentlich aus der Welt schaffen. Apropos so schnell wie möglich aus der Welt schaffen. Erstmal das hier alles ablegen. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall Flüssigkeit. Ich habe 4 breite Blätter, jetzt muss ich kalkulieren. Was ist das denn jetzt? Moskito. Und auch noch dazu. So, Rinder habe ich da drin, das brauchen wir jetzt. Ja. Da Zunder. Pilzzunder. So, das ist meines Erachtens eben, glaube ich, noch besser als Rinde. So, Brennstoff. 3 Stunden. Gönnung. So, wir brauchen Skorpion, Stachel. Bitte sagt mir, ich habe hier irgendwo Skorpion. Hier. Okay. Skorpiongift. Es ist doch, warte mal, erstmal nachschauen. Leichte Vergiftung. Vergiftung kann verschlimmert werden. Okay, leichte Vergiftung geht sowieso noch ganz gut. Vielleicht bräuchte ich das gar nicht. Ich mach's jetzt trotzdem. Leichte Vergiftung. Let's go. Okay, das haben wir schon mal. Dann brauche ich jetzt für die Schnittwunde. Ich hab... Ey, das ist so traurig. Alle schon wieder weg hier. Aha. Essen, wie schaut's da aus? Hatte ich dich nochmal? Oh nein, ist das vergammelt? Ne, hier ist es. Das müssen wir auch nochmal hier aufbrauchen, das Essen. Ganz wichtig. Wasser geht sogar noch. So, was war noch? Also erstmal alles reinpfeifen, ganz klar. Das rein. Gegengift rein. Mein Speer ist auch schon wieder fast down. Das ist Wahnsinn. Dafür wollte ich es eigentlich dann auch noch hernehmen, ne? Das letzte Blatt. Halt. Schau so, Verletzung. Es geht anscheinend. Obwohl es dunkel ist. Obwohl es dunkel ist. Okay, größere Projekte gehen anscheinend nicht. Okay, das ist... Okay, da habe ich hier noch einen ganzen Speer, das passt. Dann craften wir jetzt nochmal schnell was zu trinken. Das funktioniert nämlich auch. Ohne Verletzungsrisiko. Wie lange brennt das Ding noch? 41 Minuten. Können wir in 41 Minuten hier nochmal so einen Fuchs durchjagen? Wie lange braucht der? 40. Einer geht vielleicht. Nicht genug Brennstoff. Okay, geht nicht. Egal, brauche ich jetzt noch nicht. Lass mal nochmal liegen. So, das nochmal weg. Das Ding ziehen wir an. Ja, die müsste ich nämlich auch schon wieder reparieren, ne? So viel zu tun, ist der Wahnsinn. Aber ich glaube, ich fokussiere mich jetzt trotzdem erstmal so ein bisschen auf die Kartierungen und so. So, den Rest jetzt schlafen, hätte ich gesagt. Ja. Okay. Neuer Tag, neues Glück. Essen geht noch. Kartierung hätte ich noch eine machen können, ne? Mist, jetzt habe ich nur 2. Es ist halt die Frage, Leute, gehen wir jetzt auf den Berg? Weil da konnte ich ja beim letzten Mal keine Kartierung machen, aber ich glaube, vom Berg oben hast du halt eigentlich die beste Aussicht. Oder gehen wir erstmal zu diesem großen Teil da? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wenn ich da den Berg hochgehen will, dann muss ich jetzt... Welcher Weg war das? Den hier gleich gehen, ne? Oder vorher nochmal so ein paar Blätter holen und die Rüstung reparieren. Wir bräuchten
2. Ah ne, warte mal, wir brauchen ja 4 für. Und die normalen. Ja denn, let's go. 20 Minuten investiert. Ist das Ding wieder ganz. Hier auch, die anderen? Ne, da brauchen wir wieder breites Blatt. Okay, dann lassen wir den Schlüpper mal. Schlüpper muss noch nicht. Allerdings haben wir dieses Bett. Dieses Tragbare. Boah, brauche ich auch schon wieder Lianen. Lianen brauchen wir auch, Leute. Ganz wichtig. Die werden wir oben nicht kriegen, ne? Vielleicht doch erstmal den hier. Oder den oben. Ich weiß halt noch von der Demo. Ging es doch oben dann auch weiter, ne? Dann hatten wir auch relativ zügig, glaube ich, dieses Fernglas gefunden. Ich gehe jetzt erstmal oben lang. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich entscheide mich für oben. Möglicherweise die falsche Entscheidung. Wir werden sehen. So, hier wollte ich cheaten, ne? Weil hier alles zugewachsen ist. Also, versuchen ein bisschen so. Okay, das ist dumm. Muss ich echt nochmal umschneiden? Die Axt ist aber auch fast durch, ne? Hier könnte ich dann durchkommen. 10 Minuten. Okay, hat aber einer gereicht. So, jetzt bin ich wieder hier. Das heißt, hier komme ich jetzt. Nein, nicht schon wieder Regen. Och, come on. Was ist das hier für ein Wettergott? Bin ich jetzt überhaupt richtig? Bin doch hier eigentlich mal runtergelaufen, oder? Jetzt laufe ich hier hoch. Laufe ich jetzt im Kreis? Oder hier ging es da lang. Ich laufe im Kreis, ne? Vielleicht gibt es hier noch eine andere Abzweigung, die ich übersehen habe oder so. Was macht denn der Status? Behandlung von Giften läuft. Ja, okay, das passt. Mist! Wo war denn jetzt hier die Abzweigung? Um weiterzukommen. Hier komme ich halt jetzt wieder zurück, ne? Oder? Nein, ich kam von hier. Groß hier experimentierfreudig rumhampeln brauche ich halt auch nicht. Naja, ich bin schon richtig, ich bin schon richtig. Sonst hätte ich gesagt, irgendwie mal versuchen über Kletterpartien, aber ihr wisst ja, unsportlich. Der Mann hier hat, bevor er die Expedition begonnen hat, keinerlei Sport betrieben. Nichts. Darunter muss ich jetzt leiden, ne? Was willst du machen? Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Weg hier. Stellen wir uns hier kurz mal unter. So, jetzt die Frage, hier lang oder da lang? Feucht bin ich schon. Angefeuchtet. Okay. Ich glaube, das hier ist der falsche Weg. Sieht mir eher so aus, als wenn es hier wieder weggehen würde. Was ist das hier? Mist, ich bin fast schon wieder hart durchnässt. Bambus wäre das, okay. Zurück, Leute, zurück. Hilft nichts. Ich meine, er kann nicht mal schnell den Abhang runtergehen.
Wie unsportlich ist das denn? Ah. So, Déjà-vu, Leute. Letzte Folge standen wir auch unter Dach, irgendwo, nirgendwo. Und haben uns alle gedacht, Gott verdammt, wann hört der Regen auf? Déjà-vu. Gucken wir auf die Karte. Digga. Wie viele Kartierungen muss ich denn hier aufstellen? Ich glaube, wenn wir halt wirklich ganz oben am Berg sind, dass wir halt einfach die beste Übersicht haben und damit auch einen größeren Radius freischalten. Aber im Moment heißt das eher Nase bohren und Eier schaukeln. Kann halt nichts tun. Boah, nix. Und eigentlich müsste ich auch, aber dafür hatte ich ja, glaube ich, Sehnenfaden. Schauen wir mal schnell, das würde mich mal interessieren. Ich muss meinen Rucksack halt irgendwann reparieren. Dieser Sehnenfaden. Braucht nämlich nur eine tierische Sehne, die haben wir zu Hause. Aber wir brauchen eine Gerberbank. Bruder. Ich glaube, nach dieser Folge hier werde ich tatsächlich Offtake mal ein paar Tage investieren. Schon mal die Ressourcen ranholen, um dieses Sägewerk zu bauen, den Gerberkram zu bauen. Ich glaube, das werde ich mal tun. Lieber Maya Wettergott, oh du göttlicher Wettergott, erhöre mich, erhöre mein Verlangen nach schönem Wetter. Da bin ich mittlerweile ein bisschen, ich bin wieder ein bisschen getrocknet, das heißt, wir können wieder ein bisschen loslegen hier. Wenigstens trockne ich relativ schnell. Jetzt müsste ich ja eigentlich. Was möchte ich denn jetzt hier raus? Friede. Noch eine Mine. Achtung, Skorpione. Skorpiongefahr. Feuersteine. Okay. Hatte ich Feuersteine nicht schon mal eingesammelt? Ich dachte, da wäre irgendwas gewesen. Als geht's da auch noch lang. Alter, wo muss ich hin? Jo, hier mal eine Bambusquelle. Ich glaube, mehr ist hier dann auch nicht zu holen, ne? Nein! Mist! Oh, muss das jetzt sein? Komm ran! Los! Schnell! Ich habe noch einen anderen Feind. Wo ist er? Habe ich ihn? Nein! Wo ist mein Speer hin? Ich habe einfach nach oben geschleudert. Komm ran jetzt! Schnell! Ich werde nass! Puppe! Das war noch der gute Speer. Da ist er. Alter, wo habe ich den hingeschleudert? Okay, der Weg ist scheiße. Oh, endlich. Okay, Regen hört schon mal auf. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Der Kumpel hat abgelassen. Das ist auch schon mal gut. Ah, einmal ist alles viel entspannter. Bambusprobe, Leute? Was sagt denn der Tag? Halbtag, Halbzeit. Ist immer so ein Flint. Wo ist denn das Viechchen eigentlich? Maulpaul. Wo
ist denn hier der Weg dahin? Egal, soll mir recht sein. So, wie lange braucht ein Bambus? Okay, den Rest meiner Axt auf jeden Fall. Oh, eine Stunde für ein Bambus. Ah, da ist der Wächter. Eine Stunde für ein Bambus, das sehe ich jetzt erstmal gar nicht ein. Na komm, eine Kartierung werden wir doch heute hinkriegen, oder? Kann doch nicht wahr sein. Nein? Oh. Wie ich immer instant stehen bleibe, ne? Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Eine Kartierung. Wir müssen halt vor Sonnenuntergang müssen wir die Kartierung gesetzt haben. Ignoriert. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder an der Stelle. Ah, ich muss aufpassen, Skorpione. Ich sehe natürlich genauso wenig wie ihr. Deswegen muss ich mich jetzt hier so ein bisschen langsam fortbewegen. So, Pilze. Bisher sehe ich keine Skorpione. Oh, guck mal, ich war hier anscheinend noch nicht. Also, dem Teil der Höhle. Karte, toter Spanier. Und eine Fackel. Ich glaub's nicht, ich hab eine Fackel. Der Hammer. Absoluter Oberhammer. Das Werdelicht. Ach komm. Jetzt brauche ich dafür auch noch Werkzeug, um die Sachen zu entzünden, ey. Ja, lohnt sich jetzt gerade nicht. So, Karte. Eine Karte mit verschwommenen Inschriften auf Spanisch. Hier ist der Standort eines Lagers eingezeichnet. Das sieht so aus, als wären die Spanier schon lange vor uns hier gewesen. Okay. Hispania. Jetzt extra für die Höhle hier die Fackel anmachen. Ich weiß nicht. Ach komm, was soll der Geiz? 30 Minuten? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wer von euch da draußen braucht auch ganze 30 Minuten, um eine Fackel zu entzünden? Bitte jetzt einmal den Daumen drücken, damit ich Bescheid weiß. Und warum? Die Begründung bitte in die Kommentare. 30 Minuten. Ach, Skorpione verschwinden bei Feuer. Das ist ja relativ angenehm, würde ich mal sagen. Muss ich gar nicht so krass achten. Die dann eh von mir weglaufen. So, hat sich das jetzt gelohnt, ist die Frage der Fackel? Ich glaube nicht. So, wir sind wieder an dem Punkt. Wir suchen jetzt hier die höchste Stelle. Ja, rennt. Rennt. Nein, nicht zu mir. Höher ist wahrscheinlich nicht möglich, ne? Und ob das jetzt so viel ausmacht, ist die Frage. Ich hau jetzt hier mal eine Kartierung raus, Leute. Nein! Oh, dachte schon. Oh, guck mal, was liegt denn da noch? Das habe ich beim letzten Mal übersehen, ne? Lampenöl! Chillig. Ist hier oben auch noch irgendwas? Glaube nicht. Würde ich mal sagen. Kartierung. Lass die Fackel dabei bitte an, ne? Fast 3 Stunden dafür gebraucht. Das ist der Wahnsinn.
3 Stunden für eine Kartierung. Aber guckt mal, Leute, was uns das jetzt gebracht hat. Oh, wow, das hat tatsächlich unfassbar viel gebracht. Ist noch ein Wasserbehälter. Spezialobjekt? Moment. Hier ist ein Spezialobjekt. In diese Richtung. Leute, krass. Aber Vorsicht. Ah, Kumpel, come on. Gib deine Beine. Gib dein Beinchen. Ja, Leute, jetzt ist halt die Frage, ne? Folge ist zu Ende. Gehe ich jetzt zurück? Komme ich hier wieder zurück? Scheint so, ne? Hier ist, glaube ich, mein Lager. Was ist hier noch? Chroniken? Interessanter Ort. Was? Kleiner Schlangentrank. Schlange. Ich werde jetzt irgendwie mal so vielleicht den Weg jetzt hier nochmal kurz laufen. Richtung Heimat. Und dann glaube ich, werde ich erstmal Hardcore farmen. So, wo gehe ich jetzt lang? Warum wird denn... Ich habe doch eigentlich schon ein Bett gebaut gehabt hier. Hier müsste doch mein Lager sein. Also safe. Heißt... Ist eigentlich da lang. Na gut. Immer noch mal ein kleines Stückchen, hätte ich gesagt. Hier ist auch der Brunnen. Achtung vor K. Einmal schon die Erfahrung gemacht. Ja, ja. Ja, ich habe euch schon gesehen. Ihr Schlawiner. So, du kriegst den einen, du kriegst den anderen. Nochmal lasse ich mich nicht beißen. Was? Ist da noch ein Dritter? Wow. K mal 3. Das alles nur für ein Schlückchen Wasser. Aber das habe ich mir jetzt verdient. Man kann auch interagieren. Wasserbehälter füllt sich mit Wasser, wenn es regnet. Wenn es nicht regnet, verdunstet das Wasser. Behälter. Ich könnte einen Behälter reinmachen und füllen. Das ist auch ziemlich geil. Haben wir überhaupt... Ja, ich glaube, Borkholm hatte ich schon mal mit der Probe mitgenommen, ne? So, das Teil kann man auch noch mitnehmen. Das geht auch noch. Die Dinger sind super schwer. Die gibt es immer nur hier zu finden. Eine Fackel leuchtet weiter. Ist praktisch. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich da schon wieder dran raus. Das ist nicht der Weg, den ich gehen sollte. Der führt mich nicht nach Hause. Warum muss ich immer so neugierig sein, Leute? Kann mir das mal jemand erzählen? Aber wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich doch zum Strand. Das ist voll der falsche Weg, Leute. Ich kann hier abbiegen, eventuell. Es war auf jeden Fall nicht schlecht, die Kartierung hier zu setzen. Ich habe jetzt wirklich einen großen Überblick. Ich müsste jetzt links lang, ne? Ja. Was ist da rechts? Wir wissen, was da ist. Nein, ich muss zurück, Leute. Ich muss zurück. So. Wisst ihr was? Ihr dürft mich jetzt sogar noch begleiten. Denn wer weiß, vielleicht passiert noch irgendwas. Vielleicht breche ich mir noch das Beinchen oder so. Dann seid ihr wenigstens Zeuge. Zeuge meiner Dummheit. Die ich hier gelegentlich an den Tag lege. Oh. Okay, ich lass dich, du lässt mich. Wir sind Freunde, okay? Ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Nein, Vorsicht. Wir gehen jetzt nach Hause, gönnen uns eine Pause. Apropos, Pause. Was ist denn hier mit Essen?
Fast vergammelt, ne? Noch einen fetten Stein, den können wir auch noch mitnehmen. Was sagt das Gewicht? Gewicht sagt nicht gut. Ne. Gewicht sagt nicht gut. Bremse kann ich jetzt nicht gebrauchen. So, du lässt mich, oder? Wenn ich so lange die Fackel habe. Was ist mit ihm hier? Habt ihr euch gegenseitig gefotzt, oder was? Hat sein Bruder getötet. Brutus, die Verrätersau. Which way? Ist eigentlich nach rechts, ne? Ja, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor. So, hier. Und ich mich. Ging das? Nämlich zu pieksen. Ah, ich hab sogar noch eine Axt. Aber Haltbarkeit ist am Arsch. Nein! 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 So viel zur Dummheit. Alle hepp. Ah, okay, so geht's. Hier hat mich irgendwas gestochen gehabt, ne? Scheiße. Skorpion war das, glaube ich. Ah, nee, war K. War K. Das war der Schlangenbiss, richtig. Und einfach nur sicher nach Hause. Und nichts überstürzen hier. Das Brennnesselbad. Müssen wir auch noch durch. Was haben wir hier? Kamille. Hat noch Kamille zu Hause? Tabak wäre auch was Geiles, ne? Einfach mal hier ein bisschen was rufen. So eine Zigarette. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Hier müssten jetzt nur noch die zwei Wegelagerer sein. Ah, okay, die sind da. Passt. Easy. Dann holen wir noch den Stamm da. Also, ich muss schon sagen, also, du hast hier schon, du kriegst hier schon so ein richtiges Abenteuer-Feeling. Auf Vollgas. So. Schaufel. Habe ich nicht. Schaufel brauchen wir auch noch, Leute. Ach Gott, wir brauchen so viel. Ich muss jetzt erstmal farmen. Ich glaube, ich muss jetzt halt erstmal komplett alles abfarmen, was hier in der Nähe ist. Einfach mal Rohstoffe sammeln und dann mich auch mal verbessern. Ansonsten, glaube ich, wird es nämlich nichts. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann drückt einmal kurz auf den Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen entspannten und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.